Wir müssen irgendwie aus dem Sturm rauskommen. Freddy, was willst du uns denn sagen? Er will, dass wir ihm folgen. Kommt! Hierher! Helft alle mit Schieben! Du machst schon! Hey, wo sind wir hier? Das gibt's doch nicht. Von so einem Labyrinth habe ich heute Nacht geträumt. Wow, was ist das? Ein Labyrinth, ein Irrgarten mit versteckten Fallen. Und diesen hellen Lichtschein da drüben auf der anderen Seite habe ich vergangene Nacht auch in meinem Traum gesehen. Ach ja? Und hat dir das Sandmännchen auch erklärt, was das sein soll? Pass auf, was du sagst, Eric. Oh, Verzeihung. Das ist so eine Art magisches Tor. Wenn man hindurchgeht, gelangt man zurück in den Vergnügungspark. Der Weg nach Hause. Na, endlich. Worauf warten wir noch? Träumt ruhig weiter, ihr Narren. Ihr werdet euch nur verlaufen. Aber der Herr der Schlösser sagte doch, um nach Hause zu finden, müssen wir uns zuerst verlaufen. Ach was, vergiss es. Wir öffnen jetzt diese Tür und dann werden wir weitersehen. Schnell auf den Boden! Verdammt nochmal, jetzt ist sie zu! Dreimal dürft ihr raten, wer das war. Der Fürst der Vergeltung. So, jetzt können diese Narren vom Nachhausegehen träumen. Alles in Ordnung, Eric. Komm weiter. Das war jetzt schon die dritte Falle in den letzten zwei Stunden. Kommt hier lang, hier ist keine. Oh. Hier muss vor langer, langer Zeit mal eine Schlacht gewesen sein. Ja, aber diese Soldaten waren alle in derselben Armee. Sie müssen sich untereinander bekämpft ja, haben. Ja, und sie haben alle verloren. Ja, und wir sind auch verloren. Und schuld an allem ist sie. Habt ihr gehört? Sie! Sie hat uns hierher gebracht. Sie ist schuld! Was hast du denn, du kleiner Wurm? Du magst wohl nicht die Wahrheit über deine geliebte Freundin hören, was? Weiberheld, Weiberheld, Bobby ist ein Weiberheld. Ja, schlagt euch! Los, schlagt hey, wartet, euch, Freunde! Was soll das? Schlagt hört auf damit! Reißt euch zusammen! Hey, willst du etwa deine Freunde schlagen? Tut mir leid. Was geht denn hier überhaupt vor? Das ist dieser Irrgarten. Er beeinflusst unsere Gemüter. Dann nichts wie weg von hier. Hey, Moment mal. Er beeinflusst unsere Gemüter? Eure vielleicht? Ihr vergesst wohl, dass der Hüter des Schildes einen Verstand so hart wie Stahl besitzt. Hm? Nimm dich in Acht, Hüter des Schildes. Oh Mann. Ich wünschte, er könnte das auch sehen. Wir sind schon ziemlich nahe am Ziel. Noch ein paar Tage und dann haben wir... Hey, hör auf, dich zu jucken, du wandernder Flohzirkus. Na schön, dann werden wir hier eben eine kleine Rast einlegen. Hi, hallo Terry. Vermisst du das nicht? Oh, Bobby, du bist es! Du bist es tatsächlich! Sei mir gegrüßt, Terry. Ach, da seid ihr ja wieder, Herr der Schlösser. War das jetzt wieder nur ein Traum? Ja, und wie all die anderen wird auch er Realität werden. Wen interessieren denn jetzt noch irgendwelche Träume? Sagt uns, wie wir hier rauskommen und wie wir nach Hause kommen. Der Weg hier raus ist der Weg nach Hause, so wie es Venture geplant hat. Was, Venture? In der Tat. Seit über 1000 Jahren hat sein Irrgarten der Dunkelheit Reisende mit dem Versprechen angelockt, wieder den Ausgang zu finden. Viele haben es versucht, aber keiner hat es geschafft. Das erklärt auch die vielen toten Soldaten. Ja, das waren einmal vor langer, langer Zeit alles tapfere Krieger, die ich unterrichtet habe. Und was ist, wenn wir es schaffen? Wenn es euch gelingt, wird das Tor offen bleiben. Und viele andere werden auch ihr Ziel erreichen. Was soll das heißen, wenn es euch gelingt?
Der Irrgarten der Dunkelheit wird versuchen, euch aufzuhalten. Ach was, so gefährlich ist es hier auch nicht. Tut mir leid, hier ist es ja doch gefährlich. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich kann mich erinnern, was ich geträumt habe. Jetzt weiß ich, wie wir hier rauskommen. Schnell, beeilt euch! Wo ist der Herr der Schlösser? Du glaubst doch nicht, dass der unter diesen Umständen noch hier ist. Komm endlich! Wirklich geschafft? Ja, wir haben es geschafft! Yippie! Wir haben es geschafft! Wir kommen nach Hause! Habt ihr etwa Angst? Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr könnt ungehindert das Tor passieren und in eure Geburtswelt zurückkehren. Aber vorher müsst ihr mir das Mädchen aushändigen. Wir haben bis jetzt alles überstanden, Wenger, und wir sind deinem Irrgarten entkommen. Terry, kommt mit uns! Das glaube ich allerdings nicht. Los, bringt mir das Mädchen. Und zwar sofort. Wenn du sie willst, dann komm und hol sie dir. Ich halte ihn auf. Ihr versucht in der Zwischenzeit auf die andere Seite des Tores zu kommen. Warum kommst du nicht mit uns, Hank? Irgendjemand muss doch hierbleiben und den Irrgarten zerstören. Nun sag schon deinen Zauberspruch auf! Beeil dich! Hey, das war echt super! Da ist das Tor! Halt, Bobby, wir müssen auf die anderen warten! Du wirst jetzt nach Hause gehen, Terry. Auch ohne uns. Wir müssen uns darum kümmern, dass hier keine mehr eine Falle gestellt wird. Ich will aber nicht ohne dich gehen! Es tut mir wirklich leid, Terry! Ihr werdet sicher einen Weg aus dieser verrückten Welt finden, Bobby. Hast du verstanden? Vergiss nicht, was der Herr der Schlösser zu mir gesagt hat. Denk immer daran, Bobby! Schnell, Freunde, wir müssen unbedingt das Tor vernichten. Das funktioniert doch nie, Bobby. Es wird funktionieren, wenn du triffst, Eric! Guten Flug! Hey, Bobby! Ich komm gleich. Lass dir Zeit, wir warten. Das würde ich lieber nicht tun. Ach ja, und warum nicht? Meint ihr, ich will dauernd dran erinnert werden, dass sie weg ist? Ich will dieses Ding nicht behalten. Heb es auf, Bobby. So kannst du es ihr irgendwann zurückgeben. Ist das etwa wieder eins eurer Rätsel? Nein, die Wahrheit. Bevor ihr den Irrgarten der Dunkelheit zerstört habt, hatte Terry ihren letzten Traum von der Zukunft. Soll ich dir sagen, wovon er handelte? Sag mal, Eric, bist du jetzt plötzlich auf dem Sauberkeitstrip oder was? Tja, das Schild kann nie sauber genug sein, Presto. Bleib denn bloß, Bobby. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Reg dich bloß ab. Bobby ist traurig. Er hat vorhin seine beste Freundin verloren. Wow, super. Hey, Leute, hört mal. Ratet mal, was passieren wird. Ihr werdet es nicht für möglich halten. Yippie! Und jetzt stürze ich mich ins nächste Abenteuer.